Aus dem glorreichen, freiheitsstrahlenden Österreich führt mich mein finsteres Schicksal nach Krewinkel her. Nach Krewinkel, wo es nur mit den physischen Zöpfen paradieren, folglich von der Abschneidungsnotwendigkeit der moralischen keine Ahnung haben. Nach Krewinkel, wo man von Recht und Freiheit als wir von chimärisch blitzbare Spotzen redet. Ist uns aber auch nicht viel besser gegangen. Und zwar aus dem nämlichen Grund. Recht und Freiheit sind ein paar bedeutungsvolle Worte, aber nur in der einfachen Zahl unendlich groß. Darum hat man sie uns auch immer nur in der wertlosen vielfachen Zahl gegeben. Das klingt wie ein mathematischer Unsinn und ist doch die evidenteste Wahrheit. Es ist gerade wie manche Frau, die sehr viel Tugenden hat. Sie hat einen freundlichen Humor und brummt nicht, wann der Mann ausgeht, das ist eine Tugend. Sie hat ein gutes Herz, das ist eine Tugend. Sie bringt die fünfte Schale Kaffee schon schwer hinunter, das ist auch eine Tugend. Und trotz so vieler ihr innewohnenden Tugenden ist doch Tugend bei ihr nicht zu Hause. Gerade so ist uns mit Freiheit und Recht ergangen. Na, was für eine Menge Rechte haben wir gehabt. Diese Rechte der Geburt, die Rechte und Vorrechte des Standes, dann das höchste unter allen Rechten, das Bergrecht, und dann das niedrigste unter allen Rechten, das Recht, dass man selbst bei erwiesener Zahlungsunfähigkeit und Armut einen einsperren lassen kann. Und trotz all diesen unschätzbaren Rechten haben wir doch kein Recht gehabt, weil wir Sklaven waren. Na, was haben wir ferner alles für Freiheiten gehabt? Überall auf dem Land und in den Städten zu gewissen Zeiten Marktfreiheit. Auch in der Residenz war Freiheit. In die Redoutensäle, nämlich die Maskenfreiheit. Ja, wir haben sogar Gedankenfreiheit gehabt. Insofern wir die Gedanken bei uns behalten haben. Es war nämlich für die Gedanken eine Art Hundsverordnung. Man hat es haben dürfen, aber am Schnirlfirn. Wie man es loslassen hat, haben sie einem es erschlagen. Mit einem Wort, wir haben eine Menge Freiheiten gehabt, aber von Freiheit keine Spur. Na, das ist anders geworden und das wird auch in Krewinkel anders werden. Wahrscheinlich werden dann von den Krewinkler viele so engherzig sein und nach Zersprengung ihrer Ketten, ohne gerade reaktionär zu sein, dennoch kleinmütig zu ranzen anfangen. Oh mein Gott, früher ist es halt doch alles besser gewesen und schon das ganze Leben jetzt und diese Sachen alle. Aber das macht nichts. Man hat ja selbst in Wien ähnliche Ressentiments gehört. Und sonderbar. Gerade die, die es am schwersten betrifft, verhalten sich am ruhigsten dabei. Das sind die Hebammen und die Dichter. Für die Hebammen kann das gewiss nicht angenehm sein, dass jetzt die Geburt nichts mehr gilt. Und die Dichter, die haben ihre beliebteste Ausrede eingebüßt. Das war halt eine schöne Sache, wenn einem nichts eingefallen ist. Und man hat so die Leute sagen können, ach Gott, es ist ja schrecklich, sie verbieten einem ja alles. Das fällt jetzt weg.